nicht so schlimm. Weil wir gehören ja zusammen, gell? Weil wir sind ja ein Team. Yeah. Oder wir sind eine Familie. Die Kinder-Action-Familie. Wuhuhu. Ich finde das voll cool. Oh Mann, ich hab's gerade voll durcheinander gebracht beim Bändersortieren. Haha, ja. Aber ist doch gar nicht schlimm. Wir sind nur eine. Wir müssen jetzt alle verbunden sein. Hier, Rot. Vorsicht. Okay, Debbie fahren. Oh, wie genial. Ja. Jetzt sind wir alle zusammen. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Oh, und so können wir jetzt den ganzen Tag sein. Den ganzen Tag? Ja. Du, ich wollte eigentlich gerade ein Spiel spielen. Dafür ist es gar nicht so geschickt. Oh. Wenn wir ein Spiel spielen wollen, müssen wir irgendwie hier wieder rauskommen. Probier mal, ob du wieder rauskommst. Okay. Bei dem Spiel geht es nämlich auch darum, dass wir sind wie ein Team, wie so eine große Familie. Es geht nämlich um die Froschfamilie. Ich spreche vor und ihr sprecht nach. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Und als erstes kommt ja der Froschpapa. Der ist ganz groß und hat ganz, ganz viel Kraft. Hier kommt der Froschpapa. Hier kommt der Froschpapa. Hier kommt der Froschpapa. Hier kommt der Froschpapa. Und er spricht ganz seltsam, wie Frösche halt so sprechen. Sugu, 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 sugu. Sugu, 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 sugu. Sugu, 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 sugu. Sugu, 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 sa, sa. Sa, sa. Sa, sa. Sa, sa. Und dann gibt es in der Froschfamilie noch die Froschmama. Die hat so einen Hut auf dem Kopf und ist so eine ganz, ganz feine Dame. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschmama. Hier kommt die Froschmama. Hier kommt die Froschmama. Hier kommt die Froschmama. Sugu, 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 su. Sugu, 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 su. Sugu, 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 su. Sugu, 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 su. Sa, sa. Sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Und dann gibt's noch die Oma. Die ist ein bisschen langsamer mit allem. Also, hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschoma. Hier kommt die Froschoma. Hier kommt die Froschoma. Hier kommt die Froschoma. Sugu, 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 su. Sugu, 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 su. Sugu, 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 su. Sugu, 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 su. Sa, sa. Sa, sa. Sa, sa. Sa, sa. Und ganz zum Schluss, da kommt dann noch das Frosch, der Froschjunge. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt die Froschfamilie. Hier kommt der Froschjunge. Hier kommt der Froschjunge. Hier kommt der Froschjunge. Hier kommt der Froschjunge. Sugu, 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 su. Sugu, 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 su. Sa, sa. Sa, sa. Sa, 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 sa. Sa, 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 sa. Großartig, jetzt sind wir voll in Fahrt und können gemeinsam noch das Lied singen mit der mit Abstand besten Kinderband der Welt. Ich lieb dich, Jesus, tief in mein Herz. 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 Tief, tief, drin, drin.
Freunde, und deswegen habe ich was vorbereitet. Schnipp! Franz, was machst du denn da? Ja, ja. Was ist denn? Ja, ich mache doch Freundschaftsbänder für uns. Weil, weißt du, dann sieht jeder sofort, dass wir uns alle zusammengehören. Dass wir ein Team sind oder eine Familie. Wow. Cool, also, oder? Ich finde die Idee von dir ziemlich cool. Ja, ich finde es auch ganz gut. Gucken, jetzt kriegt jeder von euch kriegt da eins und ich krieg auch eins. Ja, und dann merkt man, dass wir einfach zusammengehören und wir können uns an die schönen Sachen zusammen erinnern, die wir gemeinsam erlebt haben. Oh, ja, dann kann ich zum Beispiel, wenn ich das hier habe und sehe, oh ja, Papa, bitte bei mir hin, dann kann ich sagen, dann gucke ich da hin und dann sage ich, oh, ich kann doch der Ruth mal wieder eine Karte schreiben. Oder ich rufe einfach mal dich, Debbie, an. Oder ich bete für die Miri mal. Das ist auch ganz cool, oder? Das kann man alles mit so einem Freundschaftsband machen. Mhm. Oh Mann, Franz, du bist so ein guter Freund. Guck mal, wir sind alle Freunde. Wir gehören zusammen. Ey, Freunde! Wuhu. Und dass du schreibst und betest, sowas machen wirklich gute Freunde. Danke für die schöne Idee. Also ich glaube, Freunde, das gab es auch in der Bibel schon. Und man braucht es. Man hat es damals schon gebraucht, damals zu Zeiten von der Bibel, damals in Jerusalem. Da war es schwierig. Ich erzähle euch heute mal weiter, wie es beim Petrus war. Der hat dringend gute Freunde gebraucht, aber er war nicht so nah an seinen Freunden dran. Kommt mal mit. Da seht ihr sie. Petrus und seine Freunde, die haben sich regelmäßig in Jerusalem getroffen, miteinander zu reden, zu essen, miteinander zu beten, so wie das gute Freunde einfach machen. Das war für sie wichtig, gute Zeit zu verbringen und sie haben das gefeiert, dass sie Freunde von Jesus sind. Weil sie wussten, Jesus ist der große, der mächtige König. Jesus, der ist unser Freund. Der ist unser allerbester Freund und der sorgt auch dafür, dass wir die weltbesten Freunde sind. Es gab hier aber jemand, den hat es fürchterlich gestört, dass es diese Jesus-Freunde gibt, die zusammenhalten, die immer dafür sorgen, dass Jesus immer mehr Leuten bekannt wird, dass immer mehr Leute Jesus kennenlernen. Das war der Herodes. Der Herodes hat gesagt, boah, das mit diesem Jesus muss aufhören. Was für ein blödes Gequake. Ich muss mal dafür sorgen, dass das mit diesen komischen Christen, mit diesen Jesus-Freunden aufhört. Ich muss die zerstören. Er hat gedacht, wie kann ich diese Jesus-Freunde vielleicht dafür sorgen, dass die auseinandergehen, dass die keine Freunde mehr sind, dass es aufhört mit dieser komischen Freundschaft zu Jesus und untereinander? Er hat gedacht, ich nehme mal den Anführer. Und er hat gedacht, ich lasse mal den Anführer verhaften. Und der Anführer war Petrus. Und er hat gesagt, komm, Petrus, ich habe da was für dich. Ich habe ein Stinkegefängnis für dich. Und er ließ ihn ins hinterste, ins dunkelste Gefängnis bringen. Und dieses Gefängnis war der Hochsicherheitstrakt. Er ließ ihn gut bewachen von mürrischen römischen Soldaten. Rechts und links von Petrus waren die Soldaten. Und damit er ja nicht ausbricht, waren natürlich auch noch vorne zwei sehr scharf aufpassende Soldaten, die sagen, an uns kommt keiner vorbei. Petrus wurde natürlich noch gefesselt. Sie wussten, dieser Petrus ist eingelocht, vorbei. Und wenn es mit Petrus vorbei ist, dann wird es mit diesen komischen Jesus-Freunden auch bald aufhören. Perfekt. Aber was dieser König nicht wusste, er wusste nicht, dass diese Jesus-Freunde auch zusammenhalten, wenn man nicht mehr nah beieinander ist. Freunde, die zusammengehören, sind auch noch über große Entfernungen füreinander da. Und die haben für Petrus gebetet. Vielleicht haben sie ja gebetet. Jesus,
mach doch, dass ja einfach Petrus so schnell wie möglich wieder aus dem Gefängnis freikommt. Und Jesus macht doch, dass er ganz, ganz viel Mut hat und keine Angst hat, weil er genau weiß, du bist da. Die beteten stundenlang, bei Tag und bei Nacht. Was für gute Freunde von Jesus und von Petrus. Jesus hat diese Gebete der guten Freunde gehört. Und er hat einen Engel zu Petrus geschickt. Etwas ganz Merkwürdiges war Petrus. Schlief. Man denkt immer, dass einer, der im tiefen Gefängnis ist, dass der vielleicht Angst hat und zittert und sagt, aber die Freunde hatten so gut gebetet, dass er keine Angst hatte, dass der mitten im tiefsten Gefängnis geschlafen hat. Der Engel musste den Petrus erstmal aufwecken und schüttelte ihn in die Seite und sagt, wach auf! Und er sagte, ach komm, mach dir erstmal die Fesseln los und dann sagt er, steh auf! Zieh deine Schuhe an. Denk auch an deinen Mantel und zieh deinen Mantel an. Alles musste der Engel zu Petrus sagen. Und dann ging der Engel voran. Sie gingen an der ersten Wache vorbei. Die sagte nichts. Sie gingen an der zweiten Wache vorbei. Die sagten nichts und sie gingen durch das schwere eiserne Tor. Und Petrus dachte, ja, ist es wirklich passiert oder träume ich? Wo ist denn der Engel? Jetzt ist er auch noch weg. Wo gehe ich denn hin? Am besten, ich gehe direkt zu meinen Freunden. Und er ging zu dem Haus, in dem auch mitten in der Nacht die Freunde noch beteten. Sie hatten nicht aufgehört. So freundlich, so treu sind gute Freunde. Petrus klopfte an der Tür. Ding dong! Die Magd ging an die Tür. Sie hieß Rode und fragte, hallo, wer ist denn da? Ich bin's, der Petrus. Petrus? Sie konnte das überhaupt nicht glauben. Petrus war doch im Gefängnis, deshalb fragte sie nochmal nach. Wer ist da? Petrus? Ja, ja, ich bin's, der Petrus. Und die Magd machte aber nicht die Türe auf, um nachzuprüfen, sondern sie ging einfach wieder zurück zu ihren Freunden und berichtete, Petrus steht an der Tür. Spinnst du? Petrus, was soll der denn hier? Und sie konnten es nicht glauben. Sie hatten zwar für Petrus gebetet, aber ob sie es wirklich glauben konnten, dass Petrus draußen war. Aber zur Sicherheit gingen sie nochmal zur Türe. Hallo! Petrus! Tatsächlich! Die Freunde feierten! Da! War von ihrem großen Freund Jesus befreit worden. Jesus, der Große, der Mächtige, hatte für sie gesorgt, hatte für Petrus gesorgt, hatte für alle gesorgt. Was für ein guter Freund ist Jesus und wie gut ist es, Freunde zu haben, die füreinander beten und die wissen, Jesus, Jesus, der ist der Mächtige, der ist der Starke. Es lohnt sich, an dem dran zu bleiben, dem besten Freund der Welt. Oh, der Petrus hat einfach so coole Freunde gehabt. Und richtig cool ist auch, dass Gott einfach immer zu uns hält. Und wie die Freunde gebetet haben, so soll ich jetzt auch beten? Das wäre doch cool, oder? Wäre super cool. Danke, Jesus, dass ich Freunde habe. Und ich danke dir, Jesus, dass du immer zu uns hältst. Amen. Und jetzt singen wir wieder mit der Abstand besten Kinderband der Welt. Nichts.
haben jetzt noch einen Action-Tipp gegen Langeweile für euch zu Hause. Und dafür müsst ihr euch ein Geschwisterkind suchen oder einen Freund oder sonst einen Partner und mit dem ein Bein jeweils zusammenbinden, sodass ihr Dreibeinlauf machen könnt. Und dann ist eure Challenge, eure Herausforderung, ganz viele Gegenstände, die auf dem Boden liegen, einzusammeln. Zum Beispiel Becher. Machen wir das mal ganz schnell und los geht's. Hier. Hier erkennen könnt, hat der zweite Tipp gegen Langeweile was mit Essen zu tun. Und für das Essen braucht ihr solche Fruchtkringel. Und dann könnt ihr diese Fruchtkringel mit einem Gummiband einfach festhängen mit so einem Knoten und dann die nächsten Fruchtkringel auf das Gummiband einfädeln und ganz viele dran machen. Und dann ergibt es am Ende so eine Handkette. Und die Mama macht es euch bestimmt gerne zu. Und dann könnt ihr das hier um eure Hand drum machen und den ganzen Tag mit euch rumtragen und zum Beispiel eurem Freund noch eine Kette schenken, damit es euch verbindet als Freunde. Und ihr dürft natürlich die Kette auch essen, weil wir kennen doch alle das Sprichwort, dass man mit Essen nicht spielen darf. Und dann kann die Mama nichts dagegen sagen, wenn wir das Essen am Ende auch essen. Und für den dritten Tipp braucht ihr so lange Papierstreifen, könnt ihr euch schneiden, mit einer Schere abschneiden und mit Stiften dürft ihr dann Namen draufschreiben. Einfach Namen von Personen, die euch wichtig sind, für die ihr beten wollt. Zum Beispiel sagt ihr, ich will dran denken, nächste Woche mal für meine Oma zu beten. Weil meine Oma, die hat doch immer so Rückenschmerzen und der tut das immer so doll weh, wenn sie ganz lange läuft. Und dann will ich noch für meine Lehrerin beten. Vielleicht hat die Lehrerin gerade sehr, sehr viel zu tun in der Schule und es ist ganz schön stressig bei ihr. Und dann wollt ihr vielleicht noch für einen Freund beten, dass der wieder gut zurechtkommt in der Schule und es nicht mehr so anstrengend ist. Und wenn ihr das beschriftet habt, dürft ihr die Streifen zu so Kringeln kleben und diese Kringel ineinander hängen, sodass es am Ende eine lange Kette ergibt, die ihr euch dann irgendwo im Zimmer oder so aufhängen könnt, damit ihr das nicht mehr vergesst und immer wieder dran denkt, für diese Menschen zu beten. Freunde, das ist einfach so was Cooles und ich find's genial. Jetzt weiß ich, ich kann hier so ein Freundschafts-Gebets-Kette machen. Oder hier ist ein leckeres. Die duften gut und schmecken gut. Aber dann denke ich, das schenke ich dann auch meinen Freunden und dann denke ich an sie. Ah, Freunde zu haben ist so cool. Und jetzt weiß ich, kann ich sogar immer, habe ich echt Sachen, wo ich mich dran erinnern kann an sie. Das stimmt, Franz. Ich spreche uns jetzt zum Ende von dieser Folge noch den Segen zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich verabschiede mich jetzt hiermit und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Und damit ihr keine Folge von uns verpasst, einfach den Kanal abonnieren, hier die Ding-Dong-Glocke drücken. Und ja, wenn ihr irgendwas noch sagen wollt, unten in die Kommentare schreiben. Tschüss. Tschüss.